So, wir wollen jetzt wieder hoch. Dann hoffen, dass das Mana reicht, was wahrscheinlich nicht tut. Nö. Schlafen. Licht anmachen, schon mal richtig hindrehen und jetzt auf die Karte gucken, wo wir unten gleich hinlaufen müssen. Also, rüberschweben, rechts halten, hochschweben. Okay, rüberschweben, rechts halten, hochschweben. Machbar. Schwupp. Und hoffen, dass es lange noch hält. So, ruckel, ruckel. Also wenn ich Shift drücke, dann ist es ganz schön blockartig, die Bewegung. Zonk, da rein. Und jetzt schnell rüber, bevor es aufhört. So. Das war der nervige Teil. Oder der wäre nervig gewesen ohne Levitieren. Jetzt haben wir da unten diese Todesfallen. Ich gucke also erstmal von hier aus links die Wände lang, ob da irgendwo was ist. Du siehst ein Fenster. Mit Lava. Oh, stimmt eigentlich. Wir konnten ja ganz oben schon mal durch diese Fenster gucken, aber da haben wir immer nur schwarz gesehen. Und jetzt sind wir wohl schon tief genug im Dungeon, dass wir die Lava sehen können. Achso, und hier war... Genau, hier war die komische Stelle, wo es einfach nur runter ging, aber da war nichts. Ne? Genau, da war auch kein Secret oder sonst irgendwas. Sehr komisch. Gut. Hier war also auch nichts, bleibt nur noch diese Brücke über die Lava im Norden. Komm, lass mich da raus. So. Norden hier. Die Tür war abgeschlossen. Können jetzt hier zickzack springen. Ich glaube, das wäre sicherer als nochmal da. Oder auch nicht. So. Also, ich habe inzwischen auf meinen Zettel geguckt, wie ich letzte Folge am Ende gesagt habe, aber nichts dazu gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, was wir auch brauchen werden, ist das genaue Rätsel bei den Magiern, um an das Book of Honor zu kommen. Das mit denen zwischen die Augen schießen und Emeralds in die Ecken legen und was weiß ich. Das können wir bei Zeiten mal machen. Ja, jetzt Maze. Also da ist tot. Ich gehe jetzt mal da lang. Sieht man wieder auf dem Boden irgendwas? Ich gehe mal nicht in die Richtung. Ich versuche mich mal nach Osten zu halten. Und tot. So, wieder da. Wir dürfen gleich wieder Pika spielen. Aber erstmal zeichnen wir ein. Da. Naja, nicht wirklich da. Hier? Ja, da ist irgendwo eine Todesfalle. Es ist jetzt echt komisch, dass wir da Ping-Pong spielen müssen. Also eigentlich müsste irgendwo ein NPC gewesen sein, den ich übersehen habe oder vergessen habe. Der uns genau sagt, was wir da machen müssen. So. Pika. Licht an. Nicht wegnehmen, Licht an. So, schneller fliegen, schneller fliegen. Schneller fliegen. So, ich glaube, ich probiere jetzt mal hier im Norden am Feuerelementar vorbeizufliegen. An dem da unten. An denen da unten. So, oh. Hier ist das Dingens. Das Ende des Labyrinths. Yay, wir haben es geschafft. okay. Schnell weiter. Was war das? Kriegen irgendwie Schaden, obwohl da... Schnell runter. Runter, 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 runter. So, nicht weiter reinlaufen.
Ich hoffe mal, dass die Feuerelementare hier nicht hinkommen und wir schlafen einfach. Uneasy. Nein. Nein, 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 nein. Das ist jetzt nicht schön. Also ja, so kommt man anscheinend um das Todeslabyrinth rum mit dem Fliegen. Aber wir haben nichts zu essen. Also ich hoffe mal, ich finde hier jetzt irgendwo was zu essen. Oder einen Runtergang in die nächste Ebene, dass wir da regenerieren. Ja, können wir ja nicht. Ja, nicht so schön. Aber wir können ein bisschen was Neues aufdecken und müssen nicht immer wieder in die Todesfallen reinlaufen. Hier geht schon mal... Oh, Schädel. Sackgasse? Decke. Wand. Okay. Norden und dann Westen. Norden geht's gar nicht. Also, einmal hier rum und dann... Ach nee, da ist gar keine Verbindung zwischen. Und da auch nicht. Hier waren wir schon mal früher gewesen. Durch das ganze Hoch- und Runterspiel hier. Und da kamen wir durch die Tür dann nicht durch. So war das. Das heißt, wir müssen jetzt doch nochmal ganz dahin zurück. Da, wo wir vor ein paar Folgen noch eingesperrt waren und nicht wieder rauskamen. Das ist jetzt nicht so schön. Und wozu ist denn der ganze Bereich hier? Karte. Südosten waren wir noch nicht. Hier ist eine Sackgasse. Ja. Hier kommen gleich wieder die Feuerelementare und wir müssten hier eh zickzack springen. Sehr komisch. Ja. Also müssen wir doch hier im Labyrinth weiter gucken. Und irgendwo den Schlüssel finden. Oder wir laufen halt ganz außen rum. Hier nochmal rein. Gehen dann da runter, gehen eine Etage runter, finden da einen Weg nach oben, kommen dann irgendwann hier raus und versuchen die Tür zu öffnen. Wobei wir nicht wissen, ob die Tür abgeschlossen war oder nicht. Ich denke, es war der Fehler, dass ich versuchte, die Schlüssel zu probieren. Und als die Schlüssel nicht gegangen sind, bin ich einfach weggegangen. Ohne ganz normal zu versuchen, die zu öffnen. Ohne einen Schlüssel in der Hand. Na gut, jetzt werden wir erstmal bei dem Versuch sterben, zurückzukommen. Ja, es war schon mal ein schlechter Sprung. Schiff J, weg, 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 rauf da. Jo, dramatische Musik. Nun, darum geht's. Tot. Das nimmt schon mal die Entscheidung ab. Wir sind jetzt nämlich genau am Anfang. Das heißt, wir können relativ schnell dahin gehen, wo ich eben hin wollte. Aber vorher... Rumsack. Alles weg. IMN. Und hoffen, dass es hier passt. Ja. Wenigstens einen. So. Da ist nur Gold. Ich suche mal eine bessere Stelle. Ist alles ziemlich eng hier. Der Gang sieht breiter aus. So, Licht aus. Ein kleines bisschen Mana wenigstens. Ja. Brot, Fisch, Apfel, Fisch. Sehr gut. Alles weggeputzt. Nee, 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 nicht weg. Zu schwer. Das alte Leid. Müssen wir wieder Edelsteine wegwerfen. Mein Zwergenherz blutet. So. Zink. Essen. Essen. Nicht das Amulett. Auch wenn das Amulett vollkommen sinnlos für uns inzwischen ist. Außer es dient vielleicht später nochmal als Schlüssel oder dergleichen, um irgendwo reinzukommen. Weil die ganzen Wachposten haben wir schon ausgelöscht. Ich habe das Wow gehört, aber kein Essen gesehen auf dem Boden. Sehr komisch. Achso, die stapeln sich übereinander. Okay.
nochmal schlafen. Gefühlt sind wir jetzt schon seit 2-3 Monaten hier drin. So. So. Oh, zu voll. Das ist doch sehr gut. Also sehr gut, dass wir jetzt volle Mana haben. Das aufessen und jetzt wieder runterlaufen. Genau, wir wollen da runter. Oder wir versuchen jetzt das Rätsel. Wo ist mein Zettel? Da ist mein Zettel. Also, Meeting Hall, go east, shoot between eyes. One emerald on each platform. Das ist der Haken. Wir haben nur einen einzigen Emerald. Back, middle room, gray button. Und wir wissen noch nicht, wo die Meeting Hall ist. Aber wahrscheinlich hier. Eins von denen in der Mitte. Weil ein Treffpunkt ist meistens in der Mitte. Oh ja. Keine Emeralds, kein Rumexperimentieren. Wo war jetzt der Gang nach unten? Genau, hier nach links und dann. So. Dann hätten wir jetzt gerne wieder Pika. Alle weg. PK. Und dann gucken wir uns die Karte für die nächste Etage an. Also, wir wollen jetzt nicht schon wieder hier hingehen und da irgendwie sterben. Wir wollen jetzt prüfen, ob das da hinten funktioniert. Also wir kommen hier rein, laufen dann hier hin und levitieren darüber. Das geht am schnellsten. Und dann wuseln wir uns hier ganz durch. Bis da ganz hinten. Gehen da runter. Gehen da wieder hoch. Kommen da raus und stehen dann vor der Tür. Ja, ich denke, ich werde das aber so machen, dass ich jetzt, wenn wir unten sind, abspeichere. So. Damit, falls das Ganze jetzt nichts wird und wir da hinten vor der Tür stehen, wir einfach den Speicherstand hier laden können und uns dadurch 10-15 Minuten Laufzeit sparen. Heißt, ich speichere jetzt schon ab, auch wenn die Folge schon kurz ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir den ganzen Run versuchen. Also, bis gleich.